Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Alex. Heute habe ich für euch Joghurt-Cupcakes mit Mascarpone-Frosting. Hierfür braucht ihr zwei Eier, 130 Gramm Zucker, 120 Gramm weiche Butter, einen Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz, 100 Gramm Mehl, 80 Gramm Joghurt, ich hatte Erdbeer-Banane ohne Früchte, Vanillesirup und eine Marmelade. Als erstes müssen wir die zwei Eier trennen. Dann kommt das Eiweiß in die Schüssel und wird steif geschlagen. Dann kommt das Eigelb in eine andere Schüssel und wird aufgeschlagen. Und da kommt dann der ganze Zucker mit rein. Und das wird dann alles schön schaumig gerührt. Dann kommt stückchenweise die weiche Butter dazu und das wird ebenfalls miteinander verrührt. Jetzt wird der Teig ein bisschen fest, aber das macht nichts, das wird dann schon wieder. Dann das Mehl mit dem Salz und dem Backpulver vermischen und über die Masse sieben. Das wird dann noch mal kurz miteinander verrührt. Dann kommt das Joghurt mit rein. Und es wird noch mal miteinander verrührt zu einem schönen glatten Teig. Und dann wird der Eischnee untergehoben. So, dann braucht ihr ein Muffinblech und da gebt ihr dann 12 Muffinförmchen rein und die werden dann vorerst bis zur Hälfte gefüllt, also so, dass der Boden bedeckt ist. Dann kommt ein Klecks Marmelade drauf, nicht viel. Und es wird dann mit dem restlichen Teig überdeckt. Also meine Förmchen waren fast zu groß. Die sind nicht bis nach oben aufgegangen. So sehen sie aus, wenn sie 30 Minuten im Ofen waren. Das Stäbchen festmachen, dann seht ihr, ob sie durch sind. Für das Frosting braucht ihr 250 Gramm Mascarpone, 100 Gramm Puderzucker, 175 Gramm Frischkäse und 2 Teelöffel Vanillesirup. Jetzt gebt ihr die Mascarpone in eine Schüssel, den Frischkäse und den Sirup und verrührt es alles miteinander. Und dann kommt löffelweise der Puderzucker dazu. Und es verrührt so lange, bis es eine richtig schöne cremige Masse wird.
Jetzt braucht ihr einen Spritzbeutel mit einer großen Lochtülle und da füllt ihr dann das Topping oder das Frosting rein. Da geht alles nach meinem Kuchen da. So, und jetzt wird kreisförmig die Creme auf den Cupcake gespritzt. Ich habe sie dann noch mit Erdbeerscheiben und Heidelbeeren verziert. Ja, und so sehen dann unsere Joghurt-Cupcakes aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!